Ja, liebe Studierende, ich darf Sie wieder sehr herzlich begrüßen. In diesem Video heute möchte ich ein paar Themen der steuerlichen Gewinnermittlung näher erläutern und zunächst ein paar Begriffe der Gewinnermittlung und ihre Bedeutung für die Gewinnermittlung besprechen. Im letzten Video haben wir uns bereits mit dem Gewinnbegriff nach § 4 Absatz 1 Einkommensteuergesetz beschäftigt und wir haben uns den zweiten Satz des § 4 Absatz 1 Einkommensteuergesetz schon angeschaut. Der Gewinn wird durch Entnahme nicht gekürzt und durch Einlagen nicht erhöht. Und wenn wir uns diese Bestimmung anschauen, dann sehen wir dort auch Entnahmen sind, schlagen wir es mal auf, § 4 Absatz 1 Einkommensteuergesetz, Entnahmen sind alle nicht betrieblich veranlassten Abgänge von Werten und Einlagen sind alle Zuführungen von Wirtschaftsgütern aus dem außerbetrieblichen Bereich. Kommt es zu einem Zugang an Vermögenswerten, dann muss man immer nach der Veranlassung für diesen Zugang fragen. Ist der Zugang betrieblich veranlasst, liegt eine Betriebseinnahme vor? Ist der Zugang nicht betrieblich veranlasst, liegt eine Einlage vor? Einlagen dürfen den Gewinn nicht erhöhen. Das heißt, Aufwendungen, die im Zusammenhang mit Einlagen anfallen, sind als Aufwand abzusetzen. Einlagen und Entnahmen sind nach § 6 Ziffer 4 und Ziffer 5 grundsätzlich mit dem Teilwert zu bewerten und die Definition des Teilwertes finden wir in § 6 Absatz 1 Einkommensteuergesetz. Teilwert ist der Betrag, den der Erwerber eines ganzen Betriebes im Rahmen des Gesamtkaufpreises für das einzelne Wirtschaftsgut ansetzen würde, unter der Voraussetzung, dass er den Betrieb fortführt. Ausnahmen bestehen für Grundstücke und für Kapitalanlagen. Diese werde ich aber heute nicht näher besprechen, sondern diese werden im Zusammenhang mit den Einkünften aus Kapitalvermögen und privaten Grundstücksveräußerungen behandelt. Schauen wir uns dazu gleich ein Beispiel an. Beispiel 9. Carla möchte ein Kindermodegeschäft in Form eines Einzelunternehmens eröffnen. Zu diesem Zweck legt sie ihren PC, den sie erst vor einem Jahr für das Verfassen ihrer Diplomarbeit um 1500 Euro brutto erworben hat, in ihren Betrieb ein. Carla führt also ihren PC aus dem Privatvermögen ihrem Betriebsvermögen zu. Sie tätigt also eine Einlage, die mit dem Teilwert zu bewerten ist. Müsste sie im Zeitpunkt der Einlage für einen PC in diesem Zustand zum Beispiel 900 Euro bezahlen, dann ist die Einlage mit 900 Euro zu bewerten. Der PC wird nun Teil ihres Anlagevermögens, zum Anlagevermögen, zu dem Begriff komme ich später auch noch ein bisschen näher. Im Zusammenhang mit diesem PC fallen auch Aufwendungen an und hier ist zum Beispiel an die Betriebskosten oder an die Absetzung für Abnutzung, die sogenannte AFA zu denken, auch dazu kommen wir heute noch näher. Und diese Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der betrieblichen Nutzung des PC anfallen, kann Carla gewinnmindernd ansetzen. Geht umgekehrt ein Vermögenswert aus dem Betriebsvermögen ab, dann muss man nach der Veranlassung dieses Abgangs fragen. Wenn der Abgang betrieblich veranlasst ist, liegt eine Betriebsausgabe vor. Wenn der Abgang nicht betrieblich veranlasst ist, eine Entnahme. Würden Entnahmen gewinnmindernd sein, dann könnte der Steuerpflichtige seinen privaten Bedarf steuerwirksam aus seinem Betrieb decken. Und um das zu verhindern, sagt § 4 Absatz 1, dass der Abgang von Werten, der nicht betrieblich veranlasst ist, den Gewinn nicht mindern darf. Auch Entnahmen sind, wir haben es vorher gesehen, grundsätzlich mit dem Teilwert zu bewerten. Ausnahmen bestehen für Grundstücke und Kapitalanlagen unter bestimmten Voraussetzungen. Diese werden, wie ich schon gesagt habe, im Zusammenhang mit den Einkünften aus Kapitalvermögen und privaten Grundstücksveräußerungen dann behandelt. Schauen wir uns auch zu den Entnahmen ein Beispiel an, Beispiel 10. Das Geschäft läuft inzwischen sehr gut. Als der Sohn ihrer Freundin Geburtstag hat, schenkt Carla ihm hochwertige Kinderkleidung aus ihrem Warenbestand. Anschaffungskosten 150 Euro, Wiederbeschaffungskosten 120 Euro, Verkaufspreis 220 Euro. In diesem Beispiel entzieht Carla ihrem Betriebsvermögen einen Vermögensgegenstand und dieser Entzug ist privat veranlasst. Es liegt also eine Entnahme vor, die den Gewinn nicht mindern darf. Ermittelt Carla ihren Gewinn durch Betriebsvermögensvergleich, dann hat sie die Anschaffung der Kinderkleidung zunächst einmal in ihrem Umlaufvermögen aktiviert. Die Kinderkleidung zählt zum Umlaufvermögen, da es sich um Handelswaren handelt, die den Betrieb ja nur kurzfristig dienen sollen. Die Aktivierung des Umlaufvermögens erfolgte gewinnneutral. Würde sie den Abgang der Kinderkleidung in ihrem Betriebsvermögen einfach
verbuchen, also man spricht hier von ausbuchen, dann würde das den steuerlichen Gewinn mindern. Privat veranlasste Abgänge dürfen den steuerlichen Gewinn allerdings nicht mindern. Es ist daher neben dem Abgang der Kinderkleidung aus dem Betriebsvermögen eine Privatentnahme zu verbuchen, die mit dem Teilwert, also hier mit 120 Euro, zu bewerten ist. Dem Abgang des sogenannten Buchwerts in Höhe von 150 Euro ist also eine Entnahme in Höhe von 120 Euro gegenüberzustellen. Und nur die durch den marktbedingte Wertminderung in Höhe von 30 wirkt sich also auf den steuerlichen Gewinn aus. Nicht aber der ganze privat veranlasste Abgang aus dem Betriebsvermögen. Wenn Carla ihren Gewinn nicht durch Betriebsvermögensvergleich ermittelt, sondern durch Einnahmenausgabenrechnung, also nach § 4 Absatz 3, dann hat sie die Anschaffung der Kinderkleidung als Betriebsausgabe geltend gemacht, das heißt ihren Gewinn um 150 Euro vermindert. Und da Entnahmen wiederum den Gewinn nicht mindern dürfen, ist die Entnahme wiederum bewertet mit dem Teilwert hier in Höhe von 120 Euro dem Gewinn hinzuzurechnen. Ja, Einlagen und Entnahmen sind auch in Form von Sacheinlagen und Sachentnahmen möglich. Dazu gleich folgende Ausgangsbeispiele. Beispiel 11a, Carla erwirbt im Februar 2002 einen PKW um 24.000 Euro brutto, den sie zu 70% betrieblich und zu 30% privat verwendet. In der Alternative, Beispiel 11b, verwendet sie den PKW zu 40% betrieblich und zu 60% privat. Und Beispiel 12, Carla hat auch ein Gebäude erworben, welches sie zu 60% betrieblich als Verkaufslokal und zu 40% privat für ihre Wohnzwecke nutzt. Um diese Beispiele zu lösen, muss man sich zunächst einmal mit ein paar Begriffen der Gewinnermittlung auseinandersetzen. Wichtig ist zunächst einmal zu klären, was zählt alles zum Betriebsvermögen und wie kann ich Betriebsvermögen von Privatvermögen abgrenzen. Das ist vor allem wichtig, weil im Rahmen der Gewinnermittlung nur Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens zu berücksichtigen sind. Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Betriebsvermögen sind als Betriebsausgabe abzugsfähig, Erträge im Zusammenhang mit Betriebsvermögen sind grundsätzlich als Betriebseinnahme zu erfassen. Ausnahmen gibt es, wie wir dann bei der Lösung dieser Ausgangsbeispiele sehen werden, für Entnahmen und Einlagen. Zum Betriebsvermögen zählen jetzt alle Wirtschaftsgüter, die dem Betrieb des Steuerpflichtigen dienen und dem wirtschaftlichen Eigentum des Steuerpflichtigen stehen. Wirtschaftsgüter sind alle im wirtschaftlichen Verkehr selbstständig bewertbaren Güter jeder Art, wobei selbstständig bewertbar Güter sind, für die im Rahmen des Gesamtkaufpreises des Unternehmens ein gesondertes Entgelt angesetzt zu werden pflegt. Wirtschaftsgüter kann man jetzt nach unterschiedlichen Gesichtspunkten unterteilen. Zunächst zählen einmal je nach ihrer Verwendung im Betrieb Wirtschaftsgüter, die dem Betriebsvermögen zugeordnet sind, entweder zum Anlagevermögen oder zum Umlaufvermögen. Zum Anlagevermögen zählen, und schauen Sie das in § 198 Absatz 2 UGB sich auch an, wenn diese Bestimmung aufschlagen, 198 Absatz 2, zum Anlagevermögen zählen Gegenstände, die dem Geschäftsbetrieb dauernd, gemeint ist über einen längeren Zeitraum, also länger als ein Jahr, dienen. Zum Umlaufvermögen, hier finden Sie Definition in § 198 Absatz 4 UGB, zum Umlaufvermögen zählen Wirtschaftsgüter, die dem Geschäftsbetrieb nicht längerfristig, sondern kurzfristig dienen, etwa weil sie wie zum Beispiel Handelswaren verkauft werden oder weil sie im Betrieb verbraucht werden. Wirtschaftsgüter kann man auch in materielle und immaterielle und in abnutzbare und nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter unterteilen. Materielle Wirtschaftsgüter sind zum Beispiel Waren, Maschinen, Gebäude, immaterielle Wirtschaftsgüter zum Beispiel Know-how oder Beteiligungen. Abnutzbare Wirtschaftsgüter sind Wirtschaftsgüter, die durch ihre Verwendung im Betrieb an Wert verlieren, sich also abnutzen. Nicht abnutzbare Wirtschaftsgüter sind Wirtschaftsgüter, die durch die Verwendung im Betrieb nicht an Wert verlieren, wie zum Beispiel Beteiligungen oder Grund und Boden. Wenn wir an die Ausgangsbeispiele denken, dann stellt sich die Frage, ob Wirtschaftsgüter, die sowohl betrieblich als auch privat verwendet werden, jetzt zum Betriebsvermögen oder zum Privatvermögen zählen. Grundsätzlich kann ein Wirtschaftsgut nur entweder Betriebsvermögen oder Privatvermögen sein. Wir unterscheiden notwendiges Betriebsvermögen. Das sind Wirtschaftsgüter, die objektiv erkennbar dazu bestimmt sind, dem Betrieb zu dienen und ihm auch tatsächlich dienen. Also notwendig bedeutet nicht, dass
es für den Betrieb unbedingt notwendig im Sinn von unentbehrlich ist, sondern eben, dass ein Wirtschaftsgut dem Betrieb dient. Also dazu bestimmt ist, dem Betrieb zu dienen und dem Betrieb auch tatsächlich dient. Also zum notwendigen Betriebsvermögen gehört zum Beispiel Handelswaren, Betriebsgrundstücke, Maschinen, die im Betrieb zum Einsatz kommen. Zum notwendigen Privatvermögen zählen Wirtschaftsgüter, die objektiv erkennbar der privaten Bedürfnisbefriedigung dienen. Also zum Beispiel das private Einfamilienhaus, die Wohnungseinrichtung, Freizeitaccessoires und so weiter. Zum gewillkürten Betriebsvermögen zählen jetzt Wirtschaftsgüter, die weder notwendiges Betriebsvermögen noch notwendiges Privatvermögen sind, die vom Steuerpflichtigen durch Aufnahme in seine Bücher aber zum Betriebsvermögen erklärt werden. Das heißt, beim notwendigen Betriebsvermögen oder beim notwendigen Privatvermögen ist die Art der Nutzung entscheidend. Ein Steuerpflichtiger kann also nicht ein notwendiges Privatvermögen zum Betriebsvermögen machen, indem er es in seinen Büchern so erklärt. Wenn er das so macht, dann ist das falsch. Beim gewillkürten Betriebsvermögen kommt es hingegen darauf an, ob es der Steuerpflichtige durch einen entsprechenden Akt, also durch eine entsprechende Behandlung in seinen Büchern, zum Betriebsvermögen erklärt. Voraussetzung, dass ein Gegenstand zum gewillkürten oder Wirtschaftsgut zum gewillkürten Betriebsvermögen erklärt werden kann, ist, dass das Wirtschaftsgut nicht der eigentlichen betrieblichen Tätigkeit, aber doch in irgendeiner Weise den Betrieb förderlich ist. Also Schulbeispiel für gewillkürtes Betriebsvermögen ist etwa eine unbebaute oder vermietete Liegenschaft, also zum Beispiel ein Zinshaus. Eigentlich ergibt sich dann auch noch eine vierte Kategorie von Vermögen, denn Wirtschaftsgüter, die jetzt weder notwendiges Betriebsvermögen noch notwendiges Privatvermögen sind und die der Steuerpflichtige auch nicht zum gewillkürten Betriebsvermögen erklärt, die könnte man auch noch einer vierten Kategorie, dem sogenannten sonstigen Privatvermögen, zuordnen. Wichtig ist noch, dass gewillkürtes Betriebsvermögen nur bei der Gewinnermittlung nach § 5 Absatz 1 Einkommensteuergesetz möglich ist. Den Hinweis dazu finden Sie in § 5 Einkommensteuergesetz, und zwar § 5 Absatz 1 zweiter Satz. Ja, wenn wir jetzt zu unseren Ausgangsbeispielen zurückkehren, dann werden ja der BKW und das Gebäude in diesen Beispielen sowohl betrieblich als auch privat genutzt. Und ein Wirtschaftsgut kann, wie ich schon erwähnt habe, ja grundsätzlich nur entweder Betriebsvermögen oder Privatvermögen sein. Wird ein Wirtschaftsgut sowohl betrieblich als auch privat genutzt, dann ist zu unterscheiden, überwiegt die betriebliche Nutzung, ist das Wirtschaftsgut zur Gänze Betriebsvermögen, überwiegt die private Nutzung, ist das Wirtschaftsgut zur Gänze Privatvermögen. Eine Ausnahme besteht für Grundstücke, dazu komme ich gleich. Schauen wir uns zuerst das Beispiel 11a noch einmal näher an. Carla erwirbt in diesem Beispiel im Februar 02 einen BKW um 24.000 Euro brutto, den sie zu 70% betrieblich und zu 30% privat verwendet. Das heißt, der BKW gehört, da er ja zu 70% betrieblich verwendet wird, zur Gänze zum Betriebsvermögen. Sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit diesem BKW sind daher Betriebsausgaben zunächst. Wahrscheinlich sagt Ihnen jetzt bereits Ihr Bauchgefühl, dass dieses Ergebnis nicht ganz gerecht ist, weil der BKW ja zu 30% privat verwendet wird, und diesen Gedanken trägt das Einkommensteuergesetz auch Rechnung. Wir haben sie vorher auch schon besprochen. Ist ein Abgang von Vermögenswerten nicht betrieblich veranlasst, dann liegt eine Entnahme vor, und Entnahmen dürfen den Gewinn nicht mindern. Entnahmen sind auch in Form von Nutzungsentnahmen möglich, und eine Nutzungsentnahme liegt hier vor. Die private Nutzung des BKW ist eine Nutzungsentnahme, die den Gewinn nicht mindern darf. Folglich sind die Kosten für diese Nutzung dem Gewinn wieder hinzuzurechnen. Und Kosten der privaten Nutzung sind in diesem Fall insbesondere die Betriebskosten, also zum Beispiel Treibstoff, Versicherung, Reparaturen und die sogenannte Absetzung für Abnutzung. Also kurz AFA, dazu kommen wir gleich. 30% der Betriebskosten und 30% der AFA sind im Beispiel dem Gewinn daher wieder hinzuzurechnen. Im Ergebnis sind also nur 70% der Kosten, und das entspricht dem Anteil der betrieblichen Nutzung, als Betriebsausgaben abzugsfähig. In der Alternative, also im Beispiel 11b, verwendet Carla den BKW zu 40% betrieblich und zu 60% privat. Da der BKW in diesem Fall überwiegend privat genutzt wird, zählt er zur Gänze zum notwendigen Privatvermögen.
Aufwendungen im Zusammenhang mit diesen BKW sind daher grundsätzlich keine Betriebsausgaben. Den Prinzipien der Einkommensteuergesetzes entspricht es aber, dass Carla die private Nutzung im Rahmen der Gewinnermittlung berücksichtigen kann. Und das ist auch der Fall. Carla führt vorübergehend außerbetriebliches Vermögen dem Betrieb zu. Sie tätigt eine Einlage, konkret eine Nutzungseinlage. Und Einlagen dürfen, wie Sie gehört haben, den Gewinn nicht mindern. Das heißt, in Höhe der auf die Einlage entfallenden Aufwendungen kann Carla eine Betriebsausgabe geltend machen. Konkret sind also in dem Beispiel 40% der Betriebskosten und 40% der AFA als Betriebsausgabe gewinnmindernd zu berücksichtigen. Vereinfachungshalber werden in der Praxis von der Finanzverwaltung als Betriebsausgaben in Höhe des amtlichen Kilometergeldes, das sind 0,42 Euro pro gefahrenen Kilometer, zum Abzug zugelassen. Wir haben es bereits kurz angesprochen, Besonderheiten hinsichtlich der gemischten Nutzung von Wirtschaftsgütern gibt es für Grundstücke. Werden Grundstücke unterschiedlich verwendet? Also stellen wir uns zum Beispiel vor, ein Gebäude dient unten als Geschäftslokal und die oberen Räumlichkeiten als private Wohnung, dann ist das Grundstück in einen betrieblichen und privaten Teil aufzuteilen. Anderes gilt, wenn der betrieblich oder privat genutzte Teil von untergeordneter Bedeutung ist und die Rechtsprechung geht hier von einer 20%-Grenze aus. In diesem Fall ist wieder auf das Überwiegen abzustellen. Das heißt, Beispiel 12, da haben wir den Fall gehabt, dass Carla auch ein Gebäude erworben hat, welches sie zu 60% betrieblich als Verkaufslokal und zu 40% privat für ihre Wohnzwecke nutzt. Dieses Beispiel ist folgendermaßen zu lösen. Im Ausmaß der betrieblichen Nutzung, also im Ausmaß von 60%, stellt das Gebäude notwendiges Betriebsvermögen dar. Im Ausmaß der privaten Nutzung, das sind hier 40%, liegt notwendiges Privatvermögen vor. Und nur 60% der Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Gebäude sind im Rahmen der Gewinnermittlung zu berücksichtigen. Würde das Gebäude im Beispiel zu 10% betrieblich genutzt werden, dann wäre die Geringfügigkeitsgrenze von 20% unterschritten. Das heißt, das Gebäude wäre zu Gänze notwendiges Privatvermögen. Im Ausmaß der betrieblichen Nutzung würde eine Nutzungseinlage vorliegen. Das heißt, 10% der Aufwendungen wären gewinnmindernd zu berücksichtigen. Wäre die betriebliche Nutzung 90%, wäre das Gebäude insgesamt notwendiges Betriebsvermögen. Die private Nutzung wäre als Nutzungsentnahme zu berücksichtigen, das heißt 10% der Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Gebäude dürften den Gewinn nicht mindern. Ja, wir haben in diesem Beispiel jetzt schon immer wieder die Begriffe Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben angesprochen, ohne dass ich sie näher erläutert habe. Das möchte ich jetzt nachholen. Betriebseinnahmen sind alle durch den Betrieb veranlassten Zugänge an Geld oder an Sachwerten. Sie erhöhen den Gewinn, sofern es keine Steuerbefreiung dafür gibt, in § 3 Einkommensteuergesetz. Und wenn Sie sich den Katalog in § 3 Einkommensteuergesetz einmal anschauen, dann sehen Sie, dass hier unterschiedliche Gruppen von Vermögenszugängen erfasst werden. Also zum Beispiel Transferzahlungen der öffentlichen Hand, zum Beispiel Arbeitslosengeld, Notstandshilfe oder Kinderbetreuungsgeld oder bestimmte Geld- und Sachbezüge bei Arbeitnehmern, zum Beispiel Zuschüsse des Arbeitgebers für die Kinderbetreuung oder der Geldwertevorteil aus der Teilnahme an Betriebsveranstaltungen, Ziffer 14, also wenn zum Beispiel ein Betriebsausflug gemacht wird. Im Zusammenhang mit den Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit hören Sie nämlich, dass Einnahmen im Sinne des § 15 auch nicht in Geld bestehen können. Das heißt, auch dann vorliegen, wenn dem Steuerpflichtigen Geldwerte Vorteile zufließen. Und Ziffer 14 stellt jetzt zum Beispiel den Geldwertenvorteil aus der Teilnahme an Betriebsveranstaltungen unter bestimmten Voraussetzungen, unter bestimmten Grenzen steuerfrei. Dann, wenn Sie weiterschauen, zum Beispiel Ziffer 16a, steuerfrei sind nach Ziffer 16a ortsübliche Trinkgelder, die der Arbeitnehmer anlässlich seiner Arbeitsleistung freiwillig von dritter Seite erhält. Das heißt, wenn Sie sich diesen Katalog ansehen, dann werden Sie bemerken, die Gründe für diese Steuerbefreiungen sind sehr unterschiedlich. Sie können zum Beispiel der Verwirklichung des Leistungsfähigkeitsprinzips dienen oder auch in der Überlegung liegen, den Verzug zu vereinfachen.
Betriebsausgaben sind, wie uns § 4 Absatz 4 Einkommensteuergesetz sagt, Aufwendungen oder Ausgaben, die durch den Betrieb veranlasst sind. Die Ausgaben müssen in einem wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem Betrieb stehen und sie müssen durch den Betrieb veranlasst sein. Ob die Ausgabe notwendig oder zweckmäßig ist, ob sie also vermeidbar vielleicht war, ob sie angemessen ist, das ist grundsätzlich nicht maßgeblich. Unüblichkeit oder Unangemessenheit können vielleicht ein Indiz dafür sein, dass in Wirklichkeit gar keine betriebliche Veranlassung vorliegt, aber sind grundsätzlich nicht ausschlaggebende Kriterien. Für bestimmte Luxusgüter, das werden wir aber dann auch noch sehen, hier ist ausnahmsweise eine Angemessenheitsprüfung vorzunehmen. Dazu komme ich dann später noch. So, Betriebsausgaben vermindern den Gewinn, sofern nicht ein Abzugsverbot nach § 20 Einkommensteuergesetz besteht oder der Abzug nach § 4 Absatz 4 fortfolgende ausdrücklich eingeschränkt ist. Das heißt, der § 4 Absatz 4 ist nicht so aufgebaut, dass er alle Betriebsausgaben abschließend aufzählt. Das wäre aufgrund der Vielfalt der möglichen Geschäftsmodelle und der möglichen Betriebsausgaben auch gar nicht möglich, sondern er sagt, Betriebsausgaben sind alle Aufwendungen, die durch den Betrieb veranlasst sind. Das heißt, Betriebsausgaben sind zum Beispiel Löhne, Gehälter, Mieten, Reparaturen für betrieblich genutzte Anlagen, Büromaterial und so weiter. Ein paar Betriebsausgaben werden aber vor allem, um Abgrenzungsfragen zu vermeiden, im Gesetz ausdrücklich aufgezählt. Vergleichen Sie dazu auch § 4 Absatz 4 letzter Satz, der sagt, Betriebsausgaben sind jedenfalls und dann werden ein paar Betriebsausgaben ausdrücklich aufgezählt. Hier finden Sie zum Beispiel in der Ziffer 1 Beiträge zu gesetzlichen Pflichtversicherungen, in der Ziffer 4 zum Beispiel den Verwaltungskostenbeitrag, der für eine verbindliche Auskunft nach § 118 BAO zu zahlen ist. Dann in der Ziffer 7 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der vom Steuerpflichtigen ausgeübten oder einer damit verwandten beruflichen Tätigkeit und Aufwendungen für umfassende Umschulungsmaßnahmen, die auf eine tatsächliche Ausübung eines anderen Berufes abzielen. Fortbildungskosten, damit es gemeinte dienen dazu, sich in einem bereits ausgeübten Beruf weiterzubilden. Ausbildungskosten dienen der Vorbereitung auf einen Beruf. Wobei Ziffer 7 hier sagt, dass diese Kosten, um abzugsfähig zu sein, im Zusammenhang mit der vom Steuerpflichtigen ausgeübten oder einer damit verwandten beruflichen Tätigkeit stehen müssen. Aufwendungen für Umschulungsmaßnahmen sind abzugsfähig, wenn sie zumindest auf die tatsächliche Ausübung eines anderen Berufes abzielen. Ob der Beruf dann tatsächlich ausgeübt wird, das ist nicht ausschlaggebend. Das kann man im Vorhinein ja auch gar nicht sicher sagen, aber es muss zumindest wirklich darauf abzielen, einen anderen Beruf auch auszuüben. Ja, in der Praxis sind abzugsfähige Aus-, Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahmen auch immer wieder von Kosten für Bildungsmaßnahmen abzugrenzen, die grundsätzlich der privaten Lebensführung dienen, beziehungsweise eine private Veranlassung nahelegen. Das heißt, hier ist die betriebliche oder berufliche Veranlassung genau zu prüfen, wobei die Rechtsprechung hierfür auch Kriterien aufstellt. Ja, § 4a regelt die Abzugsfähigkeit von Spenden, also Spenden an begünstigte Einrichtungen zu begünstigten Zwecken sind unter bestimmten Voraussetzungen als Betriebsausgabe anerkannt. Und § 4 Absatz 5 enthält auch eine Regelung zu den Reisekosten. Dazu möchte ich dann noch ein bisschen näher kommen. Eine Betriebsausgabe, zumindest im weiteren Sinn, auf die ich jetzt noch näher eingehen möchte, ist die sogenannte Absetzung für Abnutzung, für die das Gesetz auch einige Vorgaben enthält. Wenn Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens angeschafft oder hergestellt werden, dann führt dies nicht nur zu einem Abgang von Vermögenswerten. Es verringert sich, wenn zum Beispiel eine Maschine angeschafft wird und das per Banküberweisung gezahlt wird, zwar das Bankkonto, dafür erhöht sich aber das Anlagevermögen. Und weil Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ja längerfristig dem Betrieb dienen, vermindert sich das Vermögen nicht sofort. Die Anschaffung von Anlagevermögen ist daher gewinnneutral. Das heißt, der Gewinn ändert sich dadurch nicht. Der Gewinn vermindert sich aber, sofern das Anlagevermögen, also bleiben wir bei dem Beispiel der Maschine zum Beispiel, das gleiche gilt natürlich auch für PCs, Autos, Büromöbel und so weiter,
durch die Verwendung an Wert verliert. Und diese Wertminderung wird im Steuerrecht durch die sogenannte Absetzung für Abnutzung, kurz AFA, berücksichtigt. Steuerpflichtige, die ihren Gewinn durch Betriebsvermögensvergleich ermitteln, also durch Bilanzierung, die müssen Anlagevermögen oder Umlaufvermögen in ihre Bilanz aufnehmen, also auf der Aktivseite ausweisen. Man spricht hier von aktivieren. Gewinnmindernd ist beim Anlagevermögen die sogenannte AFA, beim Umlaufvermögen der Verbrauch oder bei Handelswaren der Verkauf zum Beispiel. Wenn der Gewinn nach § 4 Absatz 3 Einkommensteuergesetz ermittelt wird, also durch Einnahmen- und Ausgabenrechnung, dann gibt es ja, wie wir gehört haben, keine Bilanz. Gemäß § 7 Absatz 3, wenn wir das auch aufschlagen, § 7 Absatz 3 ist das Anlagevermögen aber in ein Anlageverzeichnis aufzunehmen. Und wenn Sie diese Bestimmung sich anschauen, dann sehen Sie, dass das Verzeichnis bestimmte Informationen enthalten muss. Also das Verzeichnis hat zu enthalten den Anschaffungstag, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, den Namen und Anschrift des Lieferanten, die voraussichtliche Nutzungsdauer, den Betrag der jährlichen Absetzung für Abnutzung und den noch absetzbaren Betrag. Das heißt, die Anschaffung von Anlagevermögen ist auch hier gewinnneutral, gewinnmindernd ist ebenfalls die AFA. Die Anschaffung von Umlaufvermögen mindert beim 4-3-Ermittler allerdings sofort im Zeitpunkt der Bezahlung den Gewinn. Das heißt also, wenn Anlagevermögen angeschafft wird, dann führt die Anschaffung nicht sofort zu Betriebsausgaben. Ausnahme gibt es für geringwertige Wirtschaftsgüter, das werden wir dann gleich noch sehen. Die Wirtschaftsgüter sind zu aktivieren oder ins Anlageverzeichnis aufzunehmen. Die Anschaffung ist also gewinnneutral. Gewinnmindernd ist die Absetzung für Abnutzung, die AFA. Ja, die AFA beginnt grundsätzlich mit der Nutzung, der Inbetriebnahme des Wirtschaftsgutes. Bei einer altersbedingten Abnutzung, zum Beispiel bei Gebäuden, beginnt die AFA allerdings mit Anschaffung bzw. Herstellung bzw. der Fertigstellung des Gebäudes. Ja, wie berechnet man nun die AFA? § 7 Absatz 1 Einkommensteuergesetz sagt uns, bei Wirtschaftsgütern, deren Verwendung oder Nutzung sich erfahrungsgemäß auf einen Zeitraum von mehr als einem Jahr streckt, also bei abnutzbaren Anlagevermögen, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten gleichmäßig verteilt auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abzusetzen. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer bemisst sich nach der Gesamtdauer der Verwendung oder Nutzung. Das heißt, die AFA berechnet sich Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten durch die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer. Also sind die Anschaffungskosten zum Beispiel 10.000 Euro und die Nutzungsdauer 10 Jahre, dann beträgt die AFA im Jahr 1.000 Euro. 10.000 durch 10. Der Begriff oder Anschaffungskosten sind nach der Definition des § 203 Absatz 2 UGB Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Zu den Anschaffungskosten gehören auch die Nebenkosten sowie die nachträglichen Anschaffungskosten und Anschaffungspreisminderungen sind abzusetzen. Zu den Nebenkosten gehören Aufwendungen, die mit der Anschaffung in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen, also zum Beispiel Transportkosten oder Montagekosten. Zu Anschaffungspreisminderungen führen zum Beispiel Skonti, Rabatte oder andere Preisnachlässe. Ja, die Frage, die sich natürlich hier stellt, ist, zählt doch die Umsatzsteuer zu den Anschaffungskosten? Also wenn zum Beispiel der Gewerbetreibende Max am 1.4.01 eine Maschine um 2.000 Euro plus 400 Euro Ust erwirbt, ist die Bemessungsgrundlage für die AFA dann 2.000 Euro oder 2.400 Euro? Die Antwort dazu liefert uns § 6 Ziffer 11 Einkommensteuergesetz. Die Umsatzsteuer zählt nicht zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit sie als Vorsteuer abgezogen werden kann. Wann ein Vorsteuerabzug zusteht, das wissen Sie freilich erst, wenn Sie sich mit der Umsatzsteuer auseinandergesetzt haben. An dieser Stelle genügt es einmal festzuhalten, soweit nach den Regeln des Umsatzsteuergesetzes ein Vorsteuerabzug zusteht, sind die Nettoanschaffungskosten als Bemessungsgrundlage für die AFA heranzuziehen. Wenn in unserem Beispiel also wir annehmen können, dass ein Vorsteuerabzug hier zusteht,
dann ist die Bemessungsgrundlage 2000 Euro, ist die Nutzungsdauer zum Beispiel 5 Jahre, haben wir hier eine jährliche AFA von 400 Euro. Also 400 Euro können dann gewinnmindernd angesetzt werden. Ja, wir haben schon ein paar Mal erwähnt, die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sind auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer aufzuteilen. Was ist damit gemeint? Damit ist die Dauer gemeint, in der ein Wirtschaftsgut nach objektiven Gesichtspunkten im jeweiligen Betrieb nutzbar sein wird. Diese Nutzungsdauer kann man auch nicht einfach für jedes Wirtschaftsgut aus dem Gesetz herauslesen, sondern sie ist zu schätzen. Das heißt, hier hat, und das sagt auch der Verwaltungsgerichtshof ganz deutlich, der Steuerpflichtige eine Schätzung vorzunehmen. Es kommt auf die objektive betriebsindividuelle Nutzungsdauer an. Das heißt, es sind immer die konkreten Umstände zu berücksichtigen. Das heißt zum Beispiel ein LKW, der in einem Bauunternehmen eingesetzt wird und zum Beispiel in Schotter und Baugruben herumfährt, der wird wahrscheinlich eine andere Nutzungsdauer haben als ein LKW, der auf Autobahnen fährt, um Gegenstände zu transportieren. Eine Sonderregelung gibt es allerdings für Gebäude, und zwar in § 8 Einkommensteuergesetz. Bei Gebäuden, sagt uns § 8 Absatz 1, beträgt die AFA ohne Nachweis der Nutzungsdauer bis zu 2,5% und davon abweichend beträgt bei für Wohnzwecke überlassenen Gebäuden die AFA ohne Nachweis der Nutzungsdauer bis zu 1,5%. Und eine AFA ist, wie Sie auch hören werden, auch im Rahmen der außerbetrieblichen Einkünfte, also vor allem im Rahmen der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung zu berücksichtigen. Und für Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung regelt § 16 Absatz 1 Ziffer 8 Litera D. Bei Gebäuden, die der Erzielung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung dienen, können ohne Nachweis der Nutzungsdauer jährlich 1,5% der Bemessungsgrundlage als AFA geltend gemacht werden. Sowohl § 16 Absatz 1 Ziffer 8 Litera D als auch § 8 Absatz 1 sprechen allerdings davon, ohne Nachweis der Nutzungsdauer kann der Steuerpflichtige diese AFA-Beträge geltend machen. Das heißt, der Steuerpflichtige kann noch eine andere Nutzungsdauer nachweisen. Das Gesetz sieht hier eine widerlegbare Vermutung vor, die den Vollzug erleichtern soll, weil sie Kontroll- und Beweispflichten entfallen lässt. Aber wenn der Steuerpflichtige der Ansicht ist, dass diese AFA-Sätze mit dem tatsächlichen Verhältnis nicht übereinstimmen, dann kann man auch eine andere Nutzungsdauer nachweisen. Eine ganz wichtige Sonderregelung gibt es für Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen, also PKWs und Kombis, § 8 Absatz 6 Einkommensteuergesetz. Für PKWs und Kombis sieht diese Bestimmung eine Nutzungsdauer von 8 Jahren vor und diese Nutzungsdauer ist zwingend anzusetzen. Das heißt, hier wird dem Steuerpflichtigen nicht gestattet, eine andere Nutzungsdauer nachzuweisen, wenn er der Ansicht ist, dass diese Nutzungsdauer mit den tatsächlichen Verhältnissen nicht übereinstimmt. Das Gesetz stellt hier vereinfachungshalber eine unwiderlegbare Vermutung auf. Ja, wenn zum Beispiel, wie ich hier auf der Folie als Beispiel genannt habe, ein PKW am 1.3.01 um 32.000 Euro angeschafft wird, dann ist hier zwingend eine Nutzungsdauer von 8 Jahren zugrunde zu legen. Das heißt, die AFA beträgt 4.000 Euro. Wobei ich hier gleich vorwegnehmen möchte, was Sie bei der Umsatzsteuer noch hören werden, nämlich dass bei der Anschaffung von PKWs kein Vorsteuerabzug zusteht. Ja, wenn Sie § 8 Absatz 6 sich näher anschauen, dann sehen Sie, dass Ausnahmen von der 8-jährigen Nutzungsdauer zum Beispiel für Taxis, Mietwagen und Fahrschul-PKWs bestehen. Ja, eine weitere Sonderregelung hinsichtlich der AFA gibt es noch in § 8 Absatz 3. Die Anschaffungskosten eines Firmenwertes bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben und Gewerbebetrieben sind zwingend gleichmäßig verteilt auf 15 Jahre anzusetzen. Ja, und in manchen Fällen ist nur eine Halbjahres-AFA zulässig. § 7 Absatz 2 Einkommensteuergesetz sieht vor, dass wird das Wirtschaftsgut im Wirtschaftsjahr mehr als 6 Monate genutzt, dann ist der gesamte auf ein Jahr entfallende Betrag abzusetzen, sonst die Hälfte dieses Betrages.
Und damit ist nicht gemeint, dass Wirtschaftsgüter, die im Betrieb generell nur ein paar Monate, denken Sie zum Beispiel an einen Schneepflug im Winter, eingesetzt werden, für die Wirtschaftsgüter nur eine Halbjahres-AFA zusteht. Diese nicht permanente Nutzung ist bereits bei der Schätzung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer zu berücksichtigen. Gemeint ist, dass eine Halbjahres-AFA dann nur zusteht, wenn das Wirtschaftsgut im Jahr der Inbetriebnahme oder der Veräußerung nicht mehr 6 Monate genutzt wird. Wird also zum Beispiel eine Maschine am 2.8.01 um 6.000 Euro plus 20% Umsatzsteuer angeschafft und wir nehmen an, ein Vorsteuerabzug steht zu, die Nutzungsdauer beträgt 6 Jahre, dann steht im Jahr 01 nur eine Halbjahres-AFA zu, weil im Jahr der Inbetriebnahme die Maschine nicht mehr als 6 Monate genutzt wird. Wenn wir also von einer Nutzungsdauer von 6 Jahren ausgehen, haben wir eine Jahres-AFA von 1.000 Euro. Das heißt, im Jahr 01 steht hier nur eine Halbjahres-AFA in Höhe von 500 Euro zu. Ja, und eine Sonderregelung, die der Vereinfachung dient, enthält § 13 Einkommensteuergesetz für geringwertige Wirtschaftsgüter. Wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten von abnutzbaren Anlegegütern 800 Euro nicht übersteigen, wobei diese 800-Euro-Grenze ab dem Jahr 2020 gilt, früher waren das 400 Euro, dann können die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sofort als Betriebsausgaben abgezogen werden. Kauft also zum Beispiel als Steuerpflichtige einen Laptop um 500 Euro, dann gilt es ab dem Jahr 2020 als geringwertiges Wirtschaftsgut, und sodass nicht nur die AFA-Gewinn mindernd angesetzt werden kann, sondern die gesamten 500 Euro können sofort gewinnmindernd geltend gemacht werden. Wobei bei § 5, 1 und 4, 1 Gewinnermittlung Betriebsausgaben im Jahr der Anschaffung vorliegen, beim 4, 3 Ermittler im Jahr des Abflusses, also der Verausgabung, wenn er die 500 Euro zahlt. Ich habe bewusst gesagt, Sie können sofort gewinnmindernd abgesetzt werden, das sagt auch § 13 Einkommensteuergesetz vor. Es handelt sich hier um eine Kann-Bestimmung. Das heißt, der Steuerpflichtige muss nicht die GWG sofort in voller Höhe als gewinnmindernd geltend machen. Er kann die Anschaffungs- oder Herstellungskosten auch aktivieren oder ins Anlageverzeichnis aufnehmen und über die Nutzungsdauer verteilt abschreiben. Ja, und wenn Sie § 13 durchlesen, dann wird Ihnen auch folgender Satz auffallen. Wirtschaftsgüter, die aus Teilen bestehen, sind als Einheit aufzufassen, wenn sie nach ihrem wirtschaftlichen Zweck oder nach der Verkehrsauffassung eine Einheit bilden. Schulbeispiel dafür, ich habe es auch auf die Folie geschrieben, ist zum Beispiel die Kinobestuhlung. Also wenn zum Beispiel ein Steuerpflichtiger ein Kino betreibt und eine Kinobestuhlung anschafft, dann kann er nicht sagen, er hat zum Beispiel 350 GWGs um zum Beispiel 250 Euro erworben, sondern die Kinobestuhlung wird als Einheit angesehen, mit der Konsequenz, dass er hier nur die jährliche AFA gewinnmindernd ansetzen kann. Das heißt, diese Bestimmung soll verhindern, dass die Aktivierungspflicht bzw. die AFA-Regelung auf diese Weise umgangen werden kann. Ja, auch auf weitere Betriebsausgaben, nämlich vor allem die Reisekosten, möchte ich noch ein bisschen erst was dazu sagen. Das werde ich allerdings, da die Zeit heute schon sehr fortgeschritten ist, im nächsten Video machen. Für heute danke ich Ihnen einmal sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.